Wir sind schon mittendrin in der Regulation der Energie, des Qis, des Energiekörpers. Und unsere wichtigste Übung dafür ist das innere Lächeln, das ganz viele Ebenen hat. Von dem einfachen Lächeln für Anfänger, das ist so ein bisschen, man tut so. Fake it until you make it. Wie beim Lach-Yoga. Aber das führt noch viel, viel weiter. Also setze dein inneres Lächeln ein. Schick es zur Kopfspitze. Schmelze ein bisschen Bai Hui auf. Lächel sogar im Raum über deinem Kopf. Vielleicht ist es ein Gefühl von großer Herrlichkeit da oben, das du kaum beschreiben kannst. Fast als wäre da so eine Lampe der Sonne über dir angebracht. Unendlich reich kann dieses Licht sein. Gefühl von Licht. Versuch nicht mit den Augen irgendwas zu sehen. Kann sein, dass du siehst, kann sein, dass du nicht siehst. Es ist eine geistige Erfahrung, ein geistiges Licht, eine geistige Helligkeit. Eine Kraft. Und dann nimm dieses gute Gefühl mit, dieses Licht, und fließ durch deinen Kopf. Füll den Schädel ganz aus. Lächel aus der Mitte deines Kopfes. Mit deinen Augenhöhlen, mit deinen Augäpfeln. Mach die Augäpfel weich, fülle sie ganz mit diesem lächelnden Bewusstsein. Zwischen den Augen die Nasenwurzel, die ganze Nase, die Nasenräume, mach sie weit ein bisschen, öffne sie mit dem Lächeln, als hätte das dieses raumartige, lächelnde Feldbewusstsein, als würde das irgendwo rein, wie Wasser, was irgendwo reinströmt und dort auseinanderschiebt, weiten kann, wie ein Kraftfeld, was weiten kann. Lass auch dein Hinterkopf aufgehen. Mundlippen sinnlich lächelnd weich, sensibel. Unterkiefer entspannt. Innere des Mundes, Zunge, Zungengrund, Rachenraum, Zungenwurzel, weit machen. Das kann richtig intensiv werden, da das aufzumachen. Da hält sich so viel Spannung versteckt. Polster den Übergang zwischen Schädel und Hals mit einem Polster aus lächelndem Empfinden, Bewusstsein, lächelndem Raum. Und dann die Kehle, dieses Kraftzentrum deiner Kehle. Ein winziger Punkt, lächelnder, strahlender, leuchtender Punkt im Nichts. Der Hals verschwindet schon fast.
Nach allen Seiten, auch nach hinten, die Kehle weit machen. Man nennt das auch manchmal das Chakra, das Zentrum des großen Genusses. Tatsächlich. Geh ruhig rein in diesen Genuss, wenn er kommt. Wenn er nicht kommt, dann lächel halt. Den größten Fehler, den du jetzt hier machen kannst bei der ganzen Methode, ist, dass du irgendetwas mit Kraft versuchst herbeizuzwingen. Wenn das passiert, wenn du das merkst, sofort entspann dich. Lächel. Ja, hab Nachsicht mit dir. Klopf dir selber so kurz auf die Finger, lach über dich. Ja, lächel und mach weiter. In kleinen Schritten beruht. Und dann darunter, unter der Kehle, die Schilddrüse. Und die Drosselgrube. Zwischen den Schlüsselbeinen, diese kleine Grube, dieser ganze Bereich zwischen Schlüsselbein, Brustbein und Kehlkopf. Den kannst du fast aufmachen, als wäre so ein Scheinwerfer oder Parabolspiegel, der sich weitet, weich gekrümmt, aufgeht wie ein Sonnensegel von einem Satelliten. Oder wie die Flügel eines Schmetterlings, wenn die aufklappen. Und hinten das Dajui unter dem siebenten Hals. Der ganze Bereich. Lächel da mal hin. Und schau mal, wie viel Last da sich noch versteckt hat. Vielleicht kannst du dir einfach abtropfen lassen. Ablegen. Du musst keine Lasten tragen. Schon gar nicht die ganze Zeit. Das erschöpft dich nur. Und du hast keine Kraft, wenn es darauf ankommt. Lasten zu bewegen. Und dann die Schulter. Lang und breit entspannen. Wohin geht diese ganze Fülle der Schulterdächer, wenn du sie mal loslässt, wie Gletscher, die schmelzen? Sieh, diese Fülle geht nach unten in deinen Bauch, Unterbauch und andererseits zur Seite, über die Achseln, heraus, raus aus dir. Die Schultern öffnen sich, sie werden weit, tiefer und weit. Polster die Achselbälle mit Lächeln, ach, die Achselhöhlen, ja, mit lächelnden Bällen. Die Schlüsselbeine sind lang, die Oberseiten der Schlüsselbeine sind hell vom Gefühl und lang. Die Schlüsselbeingruben sind lang und tief dagegen. Unter den Schlüsselbeinen bist du aber entspannt. Nicht das Brustbein mit hochreißen mit den Schlüsselbeinen, nur die Schlüsselbeine. Das Brustbein kann etwas weicher werden, besonders das untere, wo das Herz. Zwischen den Rippen lächeln, nutze wieder diese dehnende, öffnende, weitende Kraft des Lächelns, um zwischen den Rippen aufzugehen. Fließ in die Lunge, tritt in die Lunge ein. Und wenn du das Lungen-Chi wächst, wecken kannst, wenn das Lächeln nicht nur in die Lunge geht, sondern aus der Lunge kommt, das Bewusstsein aus der Lunge kommt, na dann, lass dich mal überraschen, was dann passiert.
Jeder Atemzug wird wie ein Genuss. Kraftvoll, angenehm, freudvoll. Dein Lungenfell, deine Brust wird warm von innen. Und wir machen die erste Übung für die Lunge. Brustkorb öffnen, Lunge öffnen. Vom Beckenboden beginnend. Aus der unteren Stabilität. Und aus. Die ganze Welt umarmen, das Gefühl. Und die Schulter schmelzen. In das Zentrum, in den Beckenboden und von dort einfach abwarten. Da kommt schon der Rückstoß. Das Klare kommt hoch. Dreimal insgesamt. Genieß das Strahlen, die Wärme, aber auch die Ruhe in der Lunge, in der Brust. Halte die Hände in der Lungenposition mit geöffnetem Daumen und genieße diesen Raum, diese Durchlässigkeit in der Brust. Die Freude mit jedem Atemzug, das Einatmen, das freudvolle Weiten der Einatmen. Das gute Gefühl beim Ausatmen. Das leichte Gedrücktwerden. Sammeln. Loslassen. Lass die Luft, das Gefühl von Luft oder Raum über die Lungengrenzen hinausgehen in deinen ganzen Körper, um deinen Körper, wie Dampf, der diffundiert und bis in die Augen oder sogar um deinen Körper herum, freudvoll, diese Weite, entspanntes Auge. Geh noch ein bisschen weiter mit dem Ausatmen, dieses sanfte Massieren, das Zusammendrücken. Das tut so gut, als ob jemand einen drückt. Liebevoll drückt. Drückt deine Organe liebevoll, deine Lunge. Und dann gib ein bisschen Zeit diesem Einatemgefühl. Durch deinen ganzen Körper zu diffundieren, zu durchdringen. Sitze da wie ein König, weil du bist jetzt voll entfaltet. Oder Königin. ist gut. Wusstest du, dass die Atmung alleine sich so gut anfühlen kann? Fast schon schöner als Sex. Und jetzt können wir den heilenden Laut der Lunge mit der Ausatmung zusammen aus. Ein
Und also ein scharfes S. Nimm dir Zeit, um Ein- und Ausatmung auszukommen. Dieser Laut kann auch unhörbar werden, nur in deiner Vorstellung stattfinden. Dann bringst du einfach nur den Mund in diese Position und stellst dir vor, dass du so ein S machst. Spür, wie warm der ganze Körper werden kann. Nicht nur die Lunge atmet jetzt, der ganze Körper ist wie so ein Blasebalg. Aber die Luft, die bleibt nicht nur in den Grenzen dieses Blasebalgs, wenn der sich füllt, sondern die diffundiert sogar durch die Grenzen dieses Blasebalgs hindurch. Bleib noch ein bisschen in der Präsenz dieses Lungen-Chis. Lass die Atmung einfach ruhig, wie sie ist.